In diesem Beispiel geht es nun darum, dass wir die bekannten Buchungen auf Bestands- und Erfolgskonten erweitern um die Buchung auf Umsatzsteuer- und Vorsteuerkonten. Zur Erinnerung, bei der Vorsteuer geht es darum, dass wir als Unternehmen eine Rechnung bekommen und wir dürfen uns im Normalfall diese bezahlte Umsatzsteuer, Vorsteuer, in diesem Fall heißt sie Vorsteuer, vom Finanzamt zurückholen. Andererseits, wenn wir als Unternehmen eine Rechnung ausstellen, dann müssen wir Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Deshalb ist auch das Vorsteuerkonto hier in der Klasse 2, nämlich das Konto 2500, beschreibt bzw. umfasst die Vorsteuer. Da wir diese Vorsteuer vom Finanzamt zurückbekommen, ist es eine Forderung gegenüber dem Finanzamt. Wir fordern also etwas vom Finanzamt. Auf der anderen Seite die Umsatzsteuer, also wenn wir etwas in Rechnung stellen, wird in der Klasse 3, in der Verbindlichkeitenklasse verbucht, auf das Konto 3500. Das bedeutet, dass wir eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt aufbauen. Am Monatsende werden diese beiden Konten verglichen und je nachdem, was entsteht, eine Zahllast, also dass wir etwas ans Finanzamt bezahlen müssen oder eben ein Guthaben, dass wir etwas zurückbekommen vom Finanzamt. Dies wird dann eingereicht in der Umsatzsteuervoranmeldung und dann entsprechend beglichen. Der langen Rede kurzer Sinn, wir beginnen gleich das zu kontieren. Ich gehe wieder die Belege einzeln durch. Ich starte mit der Eingangsrechnung 1 vom 1. des Monats. Wir haben auch hier wieder eine EDV-Anlage auf Ziel gekauft. Das heißt, dass auf der einen Seite einmal das Anlagenkonto steht und auf der anderen Seite auf jeden Fall das Konto Lieferverbindlichkeiten, weil es sich ja um einen Zielkauf handelt. Wir müssen aber jetzt noch das Konto Vorsteuer einführen. Wir haben also in diesem Fall was eingekauft. Das heißt, wir hatten etwas zu bezahlen. Der Lieferant, der uns diese EDV-Anlage geliefert hat, hat uns Steuer in Rechnung gestellt. Für uns stellt diese Steuer Vorsteuer dar und deshalb müssen wir diese als Forderung gegenüber dem Finanzamt einbuchen. Wir haben sie ja dem Lieferanten bezahlt. Dieser holt sich diese Steuer, beziehungsweise dieser muss diese Steuer ans Finanzamt abführen. Wir dürfen uns die vom Finanzamt zurückholen. Das heißt, ich nehme hier das Konto 0620 EDV-Anlagen und jetzt kommt der neue Teil dabei. Ich muss auch das Konto 2500, nämlich Vorsteuer, entsprechend bebuchen und erst im Haben dann das Konto 3300. Lieferverbindlichkeiten. Dazu ist natürlich eine Zusatzangabe erforderlich. Hier steht diese 9.960 Euro für diese EDV-Anlage. Die ist inklusive 20% Umsatzsteuer. Nun, wie komme ich dann auf meinen Nettobetrag? Denn ich muss jetzt praktisch auf dem Anlagenkonto, auf dem Konto 0620 den Nettobetrag verbuchen, auf dem Steuerkonto den Steuerbetrag und natürlich auf dem Konto Lieferverbindlichkeiten, gesamten Betrag, den ich dem Lieferanten schulde. Nun, ich nehme diese 9.960 Euro, dividiere sie durch 120 mal 100 oder durch 1,2 und komme dann auf einen Betrag von 8.300 Euro. Verzeihung, hier 8.300 Euro. Und die Steuer sind dann eben 1.660 Euro. Und der Gesamtbetrag, der hier jetzt im Haben zu buchen ist, das sind also dann die 9.960 Euro. Womit habe ich das jetzt aufgesplittet in den reinen Warenwert netto, der ja auch im Anlagenkonto bzw. im Anlagenverzeichnis dann entsprechend zu aktivieren ist, nämlich die 8.300 Euro. Die Steuer, diese Vorsteuer hier ist ein Durchlaufposten. Ich hole mir die vom Finanzamt zurück. Und auf der anderen Seite dann der Gesamtbetrag, den ich dem Lieferanten schulde, nämlich 9.960 Euro. Und damit ist der Buchungssatz fertig. Der nächste Geschäftsfall, der Bankbeleg 1, wo der Chef für private Zwecke 500 Euro vom Bankkonto abhebt, hat für die Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer keine Bedeutung. Das wäre nur der Fall, wenn der Chef privat Waren entnehmen würde. In diesem Fall holt er nur Geld. Das heißt, der Buchungssatz bleibt so, wie wir ihn schon hatten. Wir haben auf der einen Seite das Konto 9600 privat, auf der anderen Seite das Konto 2800 Bank. Nehmen, dass es keine Steuer gibt, ändert sich auch hier nichts.
Das heißt, der ändert sich überhaupt nicht, dieser Buchungssatz. Der nächste Beleg beschreibt die Tageslosung, also wieder die Umsätze, die über die Kassa erfolgt sind, also alle Barumsätze. Das heißt, wir haben auf der einen Seite mal das Konto Kassa, das ja mehr worden ist im Soll. Und jetzt auf der anderen Seite hatten wir das Konto Handelswarenerlöse. Und ich brauche daher auch noch das Konto 3500, nämlich das Konto Umsatzsteuer. Hier steht, die 4500 Euro sind der Betrag inklusive Umsatzsteuer. Das heißt, ich weiß schon mal, dass in meiner Kasse 4500 Euro eingegangen sind. Im Haben rechne ich wieder das aus. 4500 durch 120 mal 100 sind 3750 Euro. Und die Steuer sind dann 750 Euro. In Summe muss ich auf die 4500 Euro kommen. Hier haben wir also eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt aufgebaut in Höhe von 750 Euro den Steuerbetrag eben. Beim nächsten Beleg zeichnet sich jetzt schon einfach eine Systematik ab. Immer wenn wir einkaufen, haben wir Vorsteuer. Diese ist im Soll zu buchen. Wenn wir etwas verkaufen, haben wir im Normalfall Umsatzsteuer. Diese ist im Haben zu verbuchen. Wir haben hier beim Beleg ER2 Waren eingekauft bei der Firma Huber auf Ziel. Wir haben das noch nicht bezahlt. Das heißt, wir brauchen einmal das Konto 5000, Handelswareneinsatz jedenfalls. Wir brauchen auch das Konto Vorsteuer. Wir haben ja Waren eingekauft. Und auf der anderen Seite das Konto 3300, nämlich Lieferverbindlichkeiten. Welche Beträge stehen hier? Nun, am Konto 3300, das wissen wir schon, steht der Gesamtbetrag, nämlich 5340 Euro. Und beim Soll müssen wir ausrechnen, wir haben 5340 wiederum durch 120 mal 100 ergibt 4450 Euro Nettobetrag, also der reine Warenwert, und der Steuerbetrag dann entsprechend ist 890 Euro. In Summe muss wieder 5340 Euro rauskommen, Verzeihung. Der nächste Beleg ist ein sogenannter Fangbeleg. Der könnte zu Verwirrungen führen. Wir erhalten Provision für vermittelte Geschäfte. Ich habe hier dazu geschrieben, exklusive 20% Umsatzsteuer. Das heißt, die 1530 Euro sind der Nettobetrag. Wir erhalten Provision. Das geht auf die Kasse in diesem Fall, weil es bar bezahlt wurde. Wir hatten auch schon das Konto Provisionserträge, das gehört ins Haben gebucht, und natürlich auch die Umsatzsteuer, die damit in Rechnung zu stellen war. Das sind dann eben auf das Konto 3500 der entsprechende Betrag. Wir haben, ich muss das jetzt hochrechnen, die 1530 Euro durch 100 mal 120. Verzeihung. Sind 1836 Euro. Den Nettobetrag, den hatten wir schon, das sind die 1530 Euro. Und der Steuerbetrag ergibt dann 306 Euro. Damit wir in Summe wieder auf die 1836 Euro kommen. Das heißt, wir haben unsere Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt um 306 Euro erhöht. Beim nächsten Beleg gilt es auch aufzupassen. Wir haben ja den Bank 2 Beleg vom 15. Hier steht Überweisung an die Firma Huber zum Ausgleich der Eingangsrechnung 2. Wenn Sie sich erinnern, wir haben die Eingangsrechnung 2 ja schon gebucht. Ich blättere hier kurz nach oben. Ja. Und wir haben diese gebucht. Lieferverbindlichkeiten 5340 Euro. Und hier haben wir die Steuer, die Vorsteuer in unserem Fall, schon verbucht. Das heißt, wir müssen das nicht nochmal machen. Das ist schon erledigt im Zuge der Einbuchung der Rechnung. Deshalb brauchen wir hier nur mehr den reinen Zahlungsausgleich buchen. Wir überweisen also an die Firma Huber zum Ausgleich eben der Eingangsrechnung 2. Wir nehmen eben das Konto Lieferverbindlichkeiten an Bank. Das heißt, hier wird keine Steuer mehr verbucht und ich nehme einfach den gesamten Betrag. Hier im Soll und hier am Konto 2800 im Haben. Mehr ist ja nicht mehr zu tun, sonst hätte ich eine Doppelverbuchung der Steuer, wenn hier nochmal Steuer erfasst werden würde.
Der nächste Beleg ist die Ausgangsrechnung 1 vom 20. des Monats. Wir haben hier Waren an einen Kunden verkauft. Das heißt, wir als Verkäufer müssen Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Wir buchen also hier ganz normal. Der Hinweis auf Ziel bedeutet wiederum, dass der Kunde noch nicht bezahlt hat. Das heißt, ich habe eine Forderung gegenüber dem Kunden. Konto 2000, Lieferforderungen. Ich habe andererseits dann Erlöse aus Warenverkäufen. Konto 4000, Amtswaren Erlöse. Und ich muss eben Umsatzsteuer in Rechnung stellen. Diese buche ich auf das Konto 3500. Welchen Betrag habe ich nun? Hier steht exklusive 20% sind 3000 Euro. Dann weiß ich, dass der Gesamtbetrag 3600 Euro beträgt. Das kann ich im Kopf rechnen. Die Steuer bzw. der Nettobetrag sind eben diese 3000 Euro. Und der Steuerbetrag dann entsprechend 600 Euro, damit ich in Summe wieder auf die 3600 Euro komme. Daher habe ich hier durch diese Buchung meine Verbindlichkeit, Sie erinnern sich vielleicht noch, passives Bestandskonto ist ein Konto in der Klasse 3 und diese Verbindlichkeit erhöht sich, indem man auf der Habenseite bucht. Deshalb ist diese Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt nun um 600 Euro wiederum gewachsen. Beim nächsten Beleg zahlen wir die Geschäftsmiete, also wir bezahlen. Die 6000 Euro sind inklusive Umsatzsteuer, das heißt, ich habe hier einerseits meinen Mietaufwand, Konto 7400, bekomme eben Steuer in Rechnung gestellt, das sind dann auf das Konto 2500 Vorsteuer, die Steuer zu buchen und im Haben eben das Konto Kassa, weil wir das bar bezahlt haben. Wie viel sind das? Auch das kann ich im Kopf rechnen, wenn 6000 Euro inklusive 20% sind, dann ist der Nettobetrag 5000 Euro. Die Steuer ist 1000 Euro. Naja, und in Summe komme ich dann auf 6000 Euro. Hier habe ich wiederum meine Forderung gegenüber das Finanzamt erhöht. Für den nächsten Beleg muss man sich in Erinnerung rufen, dass Versicherungsprämien steuerfrei sind. Das heißt, es fällt keine Umsatzsteuer oder Vorsteuer an, weil die Versicherungen selbst steuerbefreit sind. Überweisen also die Versicherung, das heißt, ich nehme hier ganz normal mein Aufwandskonto 7700 und auf der anderen Seite das Konto Bank und habe hier in jedem Fall 1200 Euro zu buchen, ohne irgendwelche Vorsteuer oder Umsatzsteuern. Der nächste Beleg, die Tageslosung, das hatten wir schon. Der einzige Unterschied, dass diese Tageslosung nun exklusive 20% ist. Aber wie verbuchen wir das? Wir verbuchen das auf das Konto Kassa, weil es über die Kassa war. Wir haben auf der anderen Seite Handelswaren Erlöse und auch die Umsatzsteuer, die ja in diesen Verkäufen steckt. Wenn diese 11.530 Euro netto sind, dann muss ich das hochrechnen. Also durch 100 mal 120 in dem Fall komme ich dann auf 13.836 Euro brutto. Der Erlös ist eben die 11.530, das ist der Nettowarenwert. Und die Steuer ergibt dann 2.306 Euro. Und damit habe ich diesen Beleg verbucht. Und beim letzten Beleg, beim Bank 4, so einen ähnlichen Beleg hatten wir schon. In unserem Fall, also in diesem Fall, überweist der Kunde Ecker die offene Rechnung. Wir hatten die AR1 ja schon eingebucht. Ich gehe hier nochmal nach oben. Hier war die AR1 und auch hier hatten wir die Steuer schon verbucht, diese 600 Euro. Das heißt, jetzt geht es nur mehr um den reinen Zahlungsausgleich, damit das Kundenkonto entsprechend auf Null gestellt wird. Ich gehe hier runter. Das heißt, ich brauche nur mehr den reinen Zahlungsfluss verbuchen. Es ist am Bankkonto eingegangen. Auf der anderen Seite ist eben das Lieferforderungskonto auszugleichen. Das heißt, ich habe hier die 3600 Euro und hier haben die 3600 Euro ohne Steuer, ohne alles. Und damit ist das Ganze erledigt. Sie sehen also, das Buchen mit Umsatzsteuer und Vorsteuer ist nur eine Erweiterung der bestehenden Buchungssätze. Ich muss mir halt überlegen, habe ich etwas eingekauft, dann ist zusätzlich im Normalfall Vorsteuer zu buchen. Oder habe ich etwas verkauft,
dann ist im Normalfall Umsatzsteuer zu buchen. Die Vorsteuer ist immer im Haben, Verzeihung, im Soll zu buchen und die Umsatzsteuer entsprechend im Haben. Weil Vorsteuer stellt eine Forderung gegenüber dem Finanzamt dar und die Umsatzsteuer eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. Wie ich schon zu Beginn erwähnt habe, am Monatsende werden dann diese beiden Summen, das Konto 2500 und das Konto 3500, gegenübergestellt. Und je nachdem, was dann rauskommt, ergibt sich eben eine Gutschrift durch das Finanzamt oder ich muss eben etwas nachzahlen. Das wird im Zuge der Umsatzsteuervoranmeldung erledigt und ist jetzt nicht Gegenstand meiner Buchungen hier.